whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir wieder mal einen Wild Turkey auf dem Fass. Und zwar den Rare Breed. Wild Turkey, ich war da. Wer es ganz genau wissen will über die Brennerei, der schaut einfach mal im Brennerei-Video vorbei. Gegründet wurde sie 1869 in Lawrenceburg, Kentucky. Und ja, sie ist bekannt für ihre tolle Fassreifung. Also es sind 6 bis 12 Jahre alte Fässer und sie sind sehr stark ausbrannt. Also Heavy Char, Alligator Char, in diese Richtung geht das Ganze. So, wie geht's weiter? Und das Interessante bei Wild Turkey ist, die füllen nicht in der normalen Stärke ab, sondern sie verdünnen stärker als andere Brennereien, bevor sie den Spirit ins Fass geben. Ja, also der normale Prozess ist ja, wir haben ja die Destillation, da kommen wir hinten raus mit einem sehr, sehr, sehr starken Rohbrand. Der wird dann auf eine bestimmte Stärke verdünnt und ins Fass gefüllt. Und hier geht man ein Stückchen weiter runter. Und dann denkt sich jeder, oh ja, wenn die stärker verdünnen, dann ist der Wild Turkey schwächer. Stimmt nicht. Genau andersrum. Denn nach dem Fass wird das Fass entleert und dann auf Trinkstärke reduziert. Bei den meisten Whiskys. Und das bedeutet, man füllt frisches Wasser dazu, was den Whisky verdünnt. Und bei Wild Turkey muss man weniger frisches Wasser dazu füllen als bei anderen. Also ist er stärker, denn das Wasser, das man vorher bei der Verdünnung vom Spirit benutzt, das geht noch durchs Holz. Und das Holz gibt auch Geschmack ans Wasser, nicht nur an den Alkohol. Also ist das Verdünnen vor dem Abfüllen der Fässer, bringt einen stärkeren Whisky. Sie bei Wild Turkey nennen es, they let the water through the oak. Also sie lassen das Wasser durch die Eiche durch, ist aber damit verbunden, dass der Whisky auch ein Stückchen teurer ist. Denn wir haben mehr Whisky, den wir durch die Fässer, also wir brauchen mehr Fässer, den man nachher weniger verdünnen kann und weniger Flaschen draus bekommt. Also der Output ist niedriger, während man einen höheren Einsatz an Fässern hat. Ja, ist aber einfach so eine Qualitätsgeschichte, was man bei Wild Turkey anstrebt. Ich kannte es eigentlich, dass man auf 55 oder 57,5 runter verdünnt. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Komischerweise, das hier ist jetzt einer mit 58,4, kann aber sehr gut sein, denn Whiskys in Kentucky, durch das Klima in Kentucky, verdunstet das Wasser schneller als der Alkohol und im Fass steigt der Alkoholgehalt. Was für die Schotten undenkbar ist, ist bei den Amerikanern möglich. Bei den Amerikanern ist es aber so, dass es auch stark davon abhängt, wo das Warehouse steht und vor allem in welcher Etage das der Wild Turkey oder der Whisky lagert. In den unteren Chargen ist es nicht ganz so heiß wie in den oberen. Also im 13. Stock in so einem kleinen Wellblechding ist es oben einfach bullenheiß. Und bei heißeren Temperaturen verdunstet das Wasser schneller als der Alkohol. Klingt komisch, ist aber so. Der hat einen ausgesprochen runden Geschmack. Natürlich, wenn man Fässer stärker ausbrennt, hat man mehr Holzkohle, die dann die scharfen Geschmacksbestandteile vom Whisky reinigt. Also es ist irgendwo sehr, sehr rund. Ich habe eine Geschmacksbeschreibung, habe ich Pfeffer gelesen, finde ich das gar nicht. Na, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, 58,4 ist doch ein gutes Stückchen heftiger. Aber für also 58 merkt man kaum. Ich hatte vorher einen, der war knapp über 50. Der war schärfer, würde ich mal sagen. Also der hier ist wunderschön rund und
Sogar ein bisschen blumig, ganz komisch. Habe ich noch nie so richtig bei einem Kentucky Straight Bourbon in Erinnerung, dass man so einen blumigen, ja, schon fast orangigen Touch hat. Also natürlich hat er auch eine ganze Menge Eiche. Wobei die Eiche merkt man definitiv, eine amerikanische Eiche, schön rund, warm und sehr wenig bitter. Also er hat ganz leichte Bitterkeit, so ein bisschen Zartbitterschokolade, aber sehr wenig davon. Man merkt definitiv, also 6 bis 12 Jahre alte Fässer. Der hat schon so ein bisschen was Cremiges, Likörartiges. Was ich komisch finde, ist, man merkt, er hat eine Süße. Man kann sie aber definitiv nicht so im Kentucky Straight Bourbon, dieses Popcornartige zuordnen. Das ist so überwältigend intensiv, der Geschmack mit dieser Süße, dass ich ihn tendenziell in so eine Süße einordnen würde, wenn ihr einen frischen, also einen puren Honig esst, weil da ist auch die Süße so überwältigend, dass man erstmal das Ganze anders schmeckt als, sagen wir mal, wenn man irgendwo ein süßes Wasser trinkt. Ja, also schöne Geschichte. Und ja, wem es gefallen hat, den Wild Turkey Rare Breed mit 58,4, also ziemlich Cask Strength, gibt es zurzeit bei whisky.de für 39,90 zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.